Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Qualin-Video. Im heutigen Video will ich mein Datenmodell normalisieren. Dabei beachte ich die drei Normalformen. Erste Normalform: Attribute müssen vom Primärschlüssel abhängig sein. Zweite Normalform: Sie müssen vom ganzen Primärschlüssel abhängig sein. Das kommt nur dann zum Zuge, wenn es überhaupt einen zusammengesetzten Primärschlüssel gibt. Und die dritte Normalform: Kein Attribut darf von einem anderen Nicht-Schlüsselattribut abhängig sein. Beim Normalisieren des logischen Datenmodells geht es also darum, jeden Attributstyp zu überprüfen, ist er wirklich gemäß den ersten drei Normalformen am richtigen Ort. Dazu schaue ich auch immer wieder mal die Datenbeispiele an, die ich habe, weil die mir teilweise auch Informationen geben können, wo sind die Abhängigkeiten, was ist unabhängig. Ich habe das Ganze hier ein bisschen anders angeordnet, mir ein bisschen mehr Platz verschafft, weil ich weiß, dass ich beim Normalisieren mehr Entitätstypen haben werde. Ich kann irgendwo beginnen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel dieses Attributstyp Anrede. Da muss ich mich fragen, ist dieses Attribut wirklich voll funktional abhängig von Person-ID, sprich erste Normalform? Und ich stelle fest, nein. Würde jetzt im Rahmen irgendeiner Rechtschreibreform aus Herr irgendwas anderes werden, zum Beispiel Herr mit Ä bei Zürichdeutsch, würde das ja für alle Personen zutreffen. Ist also nicht ein Attributstyp, der zur Person gehört. Entsprechend mache ich hier einen neuen Entitätstypen. Ich wähle hier für meinen Schlüssel weiterhin einfach Ganzzahlen. Und hier im Entitätstyp Person ersetze ich Anrede durch die Anrede-ID. Und mit etwas Glück kann ich es auch als Fremdschlüssel kennzeichnen. Jetzt brauche ich nur noch die Beziehung. Jede Person hat genau eine Anrede. Jede Anrede kann zu vielen Personen gehören, also gehört der Pfeil so. Und da gehe ich jetzt wirklich Attributstyp für Attributstyp durch. Vorname, das ist jetzt ein anderer Fall. Auch wenn es viele Leute gibt mit dem Vornamen Peter, bloß weil eine Person jetzt seinen Namen ändert von Peter auf Hans, würde das ja nicht heißen, dass jeder, der Peter heißt, jetzt neu Hans heißt. Also Vorname ist abhängig hier vom Schlüssel. Hingegen Ort, Postleitzahl, die haben eine gegenseitige Abhängigkeit. Das ist die dritte Normalform, die hier verletzt ist. Das heißt, ich muss jetzt hier auch mit einem Entitätstypen Ort definieren. Ich wähle bewusst nicht die Postleitzahl als Primärschlüssel, weil sie nicht eindeutig ist. Es gibt mehrere Orte mit der gleichen Postleitzahl, Orte mit vielen Postleitzahlen. Falls ich frage, weshalb ich hier Text wähle als Datentyp, es gibt beispielsweise in England auch Postleitzahlen mit Buchstaben drin und die Schweizer Postleitzahl ist eigentlich keine Zahl, mit der man rechnet. Also ich werde ja nicht die durchschnittliche Postleitzahl meiner Kunden berechnen. Deshalb halte ich Text für besser geeignet. Also passen wir das auch hier wieder an. Ort-ID wird jetzt zu einem Fremdschlüssel.
Und auch hier wieder Beziehung. Jede Person wohnt an einem Ort. An einem Ort können viele Personen wohnen. Ich werde jetzt nicht jedes einzelne Attribut hier durchgehen. Sie werden dann die fertige Lösung sehen. Ich möchte einfach noch auf ein, zwei Dinge eingehen. Wenn ich mir die Artikelstammdaten anschaue, stelle ich fest, dass das gleiche Bild bei mehreren Artikeln vorkommen kann und dass ein Artikel mehrere Bilder haben kann. Ich habe also hier in meinem ersten Schritt eine End-zu-End-Beziehung übersehen. Entsprechend auch hier muss ich die natürlich auflösen. Ich nenne den neuen Entitätstypen Artikelbild. Als Primärschlüssel könnte ich jetzt Artikelbild-ID wählen. Oder ich kann auch Artikel-ID und Bild-ID aus zusammengesetzten Primärschlüssel wählen. Ich entscheide mich jetzt mal für den Weg. Der Grund, dass ich mich hier für einen zusammengesetzten Primärschlüssel entschieden habe, ist recht simpel. Dieser Entitätstyp hat außer den Schlüsseln keine weiteren Attributstypen. Dann lasse ich häufig eben diese doppelten Primärschlüssel. Sobald es weitere Attributstypen hätte, würde ich das entsprechend als Bild-ID definieren. Übrigens, wieso haben wir hier die Beziehung aufgelöst? Leider falsch. Diese Beziehung ist verkehrt herum. Bei Beziehungsentitäten, also wenn ich einen Entitätstyp nur mache, um eine Beziehung aufzulösen, gehören die einer Kardinalitäten immer zu den ursprünglichen Entitätstypen. Ein weiteres noch ungelöstes Element, das habe ich hier auch schon festgehalten, sind die Bestandteile. Auch hier hilft mir ein Blick in die Artikelstammdaten. Ich stelle also fest, dass ein Artikel aus mehreren anderen Artikeln bestehen kann. Gleichzeitig könnte natürlich auch diese Alufelge hier Teil von verschiedenen anderen Artikeln sein. Das heißt, ich habe von Artikel zu sich selber eine End-zu-End-Beziehung. Und wie wir wissen, End-zu-End-Beziehungen müssen aufgelöst werden. Ich habe jetzt also hier die Beziehung. Gleichzeitig aber eben, wie gesagt, kann Bestandteil auch zu mehreren anderen Artikeln gehören. Und das heißt, dass ich tatsächlich zwei Beziehungen habe zwischen Bestandteil und Artikel. Das heißt, ich brauche hier auch noch die ja, ich habe jetzt Artikel von und Artikel nach genannt. Nicht mein bester Einfall, den ich jemals hatte.
Aber so kann ich nun einerseits abbilden, aus welchen Teilen besteht ein Artikel, weshalb ich jetzt diese Beziehung ja auch beschrifte, und umgekehrt, von welchen Artikeln ist dieser ein Bestandteil. Und ich kann jetzt hier auch noch ein weiteres Element einfügen. Zum Beispiel die Menge. Jetzt hier in diesem Beispiel besteht das immer nur aus 1, aber es ist eigentlich denkbar, dass auch zum Beispiel ein Reifensatz, also insgesamt 4 Reifen, dann einfach 4-mal Felge, 4-mal Reifen hätte. Wie gesagt, schauen Sie immer wieder mal die Beispieldaten an und da werden Sie gewisse Dinge feststellen. Ein Thema ist auch immer sowas wie Mehrwertsteuer. Der Mehrwertsteuersatz ist in aller Regel immer der gleiche. Es gibt Ausnahmen so im Lebensmittelbereich, bei täglicher Bedarf, aber als Hobbyshop haben wir immer den gleichen Mehrwertsteuersatz. Das heißt, ich kann eigentlich hier bei der Rechnung den Mehrwertsteuersatz entfernen. Umgekehrt habe ich vergessen, das Rechnungsdatum hier, also ist das ganz praktisch. Und Sie sehen, ich mache mir im ersten Schritt des Login-Modells noch nicht viele Sorgen. Ich schaue natürlich schon, dass es vollständig ist, dass es korrekt ist. Aber jetzt beim Normalisieren, da lege ich jetzt wirklich Wert darauf, dass es stimmt. Das heißt, ich werde jetzt auch nochmal wirklich durchgehen. Jede Information, die ich hier in der Rechnung, den Kundendaten oder in Artikelstammdaten finde, ob die wirklich abgebildet ist. Das bedeutet nicht, dass alles, was hier steht, auch tatsächlich ins Datenmodell gehört. Es gibt hier verschiedene berechnete Werte, zum Beispiel Zwischensumme, ist die Summe hiervon. Das wäre redundant. Also auch darauf muss ich mein Datenmodell prüfen. Habe ich keine Werte, die sich aus einem anderen Wert berechnen oder ermitteln lassen. Aber ich denke, soweit sieht das jetzt hier recht gut aus. Was jetzt noch übrig bleibt, ist die ganze Arbeit, das aufzuräumen, hübsch zu machen. Aber das mache ich off-camera. Ja, ich hoffe, das Video hat Ihnen Anhaltspunkt gegeben. Und bis zum nächsten Mal. Ihr Qualität.